So, und einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heutiges Thema ist ein Silo Multifo, das haben wir auch als Mod bekommen, und ich möchte euch das gerne mal zeigen. So, ihr müsst also den Mod runterladen und den Mod anwählen, und dazu müsst ihr natürlich dann, wenn ihr den Mod hinstellen wollt, müsst ihr nicht unter Mods und DLCs gucken, weil dieser da nicht aufgeführt wird, sondern ihr müsst in Barmenü und müsst bei Gebäude dann bei Silos gucken. Ganz nach rechts gehen und dann sieht ihr schon drei Stück, einmal das braune, dann das rot-weiße und das komplett weiße. Und die fassen jeweils 5 Millionen Liter an Multifro. Also aber keine Flüssigkeiten, nur Schüttgutware. So, dann gucken wir mal, was das so alles kann. So, da geht ihr einfach mal hier hin und gucken wir mal, wie viel das laden kann. Genau. Einmal Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sorghum, Trauben sogar. Oh, okay, Trauben auch, Oliven auch. Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrübenschnitzel, keine Baumwolle, Zuckerrohr, Saatgut, keine Eier, keine Wolle, keine Milch, Hackschüssel, Silage, Gras, Heu, Stroh, kein Diesel, dafür Streusalz. Und hier die Liste komplett gar nichts, sehe ich gerade. Also kein Mehl, kein Brot, kein Kuchen, keine Butter, kein Käse. Stoff, Kleidung, Zucker, Honig, Müsli, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl auch nicht. Rosinen, Traubensaft, Salat, Tomaten, Erdbeeren, Schokolade auch nicht. Bretter auch nicht. Möbel auch nicht. Mineraldünger. Kann es laden? Flüssigdünger nicht. Mist kann es laden. Gülle nicht. Gärreste nicht. Kalk aber. Und dann zu guter Letzt sind die Steine. So. Also könnt ihr damit auch Trauben laden, haben wir ja gerade gesehen. Und die Steine. So, ihr denkt euch, wie mache ich das denn am besten? So, da habe ich mir zum Beispiel einen Feld geschnappt. Da habe ich jetzt zum Beispiel Saatgut drinne. Dazu muss ich mein Interaktionsmenü anmachen. So, dann fahre ich hier hin. Als Beispiel. Hier so drüber. Und dann, wenn ich den Anhänger auswähle, oben in der Leiste, habe ich dann unten einen Trigger. Da steht überladen, starten. Saatgut mit R1 gedrückt halten und Dreieck. Dann ladet ihr aus. Geht aber immer nur bei den laufenden Motoren. Also bei den meisten. So, jetzt lädt er aus als Beispiel. Sind jetzt nur 2000 Liter drin oder so. Zack, fertig. Und ihr habt zum Beispiel von hier bis hierhin den Trigger. Da könnt ihr auch zum Beispiel zu zweit abkippen, wenn ihr zum Beispiel einer hier ranfährt. Und einer hier ranfährt, geht natürlich auch. Und jetzt wundert ihr euch, wie ist das? Wie kriege ich das denn wieder raus? Da habt ihr hier die zwei Symbole. Also zum Beispiel hier jetzt die zwei Symbole. Einmal der Hänger, der abkippt, und einmal der Hänger, der befüllt wird. So. Und dazu müsst ihr einfach nur unter diesen Schnorchel fahren. Und dann steigt ihr zum Beispiel ein und drückt zum Beispiel L3, Befüllung starten. Da kommt zum Beispiel, was ihr jetzt laden wollt. Wir haben jetzt zum Beispiel Saatgut ausgeladen. Also können wir auch nur Saatgut laden. Das hier geht halt alles rein. Zuckerrüben, Kartoffeln, Mais, Sojabohnen, Sonnenblumen, Oliven, Hülse, Raps, Hafer, Gerste, Weizen, Mist,
Mineralfutter, Steine, Mineraldünger und so weiter und so weiter. Ihr denkt euch aber, hä, wir haben doch eben Trauben gesehen. Wieso kann ich die denn da nicht laden? Das ist ganz einfach. Für die Trauben braucht ihr leider ja immer Spezialwerkzeuge. Das findet ihr ja in den Paketen unter Trauben. Und dazu habt ihr ja hinten diese Hänger hier von Firmen. Das sind extra Spezialanhänger. Die haben eine Wanne innen drin und damit könnt ihr nur die Trauben laden. Weil die Trauben halt in echt auch Saft haben und dieser Saft ist halt zu schade, um ihn wegzuschütten. Deswegen muss man die Trauben in so eine Wanne kippen. Also dann bitte nicht wundern, dass ihr zum Beispiel bei dem Welgerhänger keine Trauben laden könnt, obwohl in das Silo Trauben reingehen. So zum Beispiel beim Befüllen starten, Saatgut, ne? Und dann geht der Schnorchel richtig runter und da qualmt auch ein bisschen. Und das finde ich auch echt interessant gemacht. Wie gesagt, fast jeweils 5 Millionen Liter. Und gibt ihr dann 3 verschiedenen Farben. Wie gesagt, hier in Rot-Weiß. Dann in komplett Braun. Oder komplett Weiß. Zum Beispiel. Ich habe mir jetzt alle hier hingestellt, damit ich euch das ein bisschen zeigen kann. Ja. Und wie gesagt, falls ihr, wie gesagt, noch Fragen habt dazu, könnt ihr die gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ich werde mal dem oder die Modderin Danke dafür sagen für den schönen Mod. Es freut mich auch immer sehr, dass auch noch die Leute Mods für die Konsole bringen. Das finden wir auch echt alle interessant. Und da ja der schöne LS22 ja Crossplay hat, kann man diese auch im Multiplayer-Spand dazu tun. Wie gesagt, das war's von mir, von dem Mod. Und wie gesagt, falls ihr Fragen habt, Anmerkungen oder etc., gerne im Livestream oder unter diesem Video. Und ich bin dann raus. Bye, bye.